Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen OMSI-Folge. Wir sind mal wieder in Rheinhausen unterwegs auf der Linie 51. Das Ganze mit dem Rheinhausen-Überlandsbus. Und ja, ihr seht schon oder ihr hört es wahrscheinlich, es regnet immer noch. Mal ein bisschen Regen, mal so ein bisschen zur Abwechslung, dachte ich mir mal, können wir mal machen. Und ja, Rheinhausen ist natürlich eine Karte, die ja eventuell für eine Leitstellenfahrt vorgesehen ist. Deswegen dachte ich mir so, komm, dann holen wir sie nochmal raus. Wir sind ja schon mal die Linie 15 gefahren, meiner Meinung. Also es gibt aber insgesamt 10 Linien hier in Rheinhausen. Bietet sich also dementsprechend natürlich an für eine Leitstellenfahrt. Und da dachte ich mir so, okay, dann Linie 51 heute. Also würde ich mal sagen, wir starten das Ganze. Springen wir hier rein und hauen mal hier unseren Motor an. Ja. So, jetzt ist er an, der Motor. So, machen wir erstmal hier ein bisschen Licht, ein bisschen Stimmung. So. Und dann haben wir mal die Wischer hier an. Ja, das passt doch. Okay. So, dann werden wir mal das Ganze hier mal bestätigen. Kurs 051 ist doch 0. Weiß nicht, ob das hinhaut. Das sieht aber schon ganz gut aus. Nach Herrenholz. Ha! Das ist doch perfekt. Das läuft. 17 Minuten haben wir noch. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Ja, dann werden wir mal hier kurz mal versuchen, das Ganze hier. So. Das war natürlich Regen. Das heißt, wir müssen mal ganz kurz gucken, dass wir hier dementsprechend die Scheiben mal hier ein bisschen klarer bekommen. Ja, ihr seht, ne, also es wechselt schon echt. So, ich glaube, mehr können wir eh nicht einstellen hier, ne? Das ist ja. Also wenn, ja, dann kann es bloß da liegen. Oder warte mal, hier oben haben wir noch was. Ah ja, genau. Hier haben wir noch was. So. Das hört gar nichts eigentlich. Kann man das wieder abschalten. Und wenn wir mal gucken, dass wir jetzt hier mal unsere Fensterscheibe wieder klar bekommen. Ja, was gibt's zu sagen? Rheinhausen ist eigentlich ein relativ schönes Add-on, auch wenn ich weiß, dass viele den jetzt gar nicht so toll finden, weil das halt alles fiktiv ist und kostenpflichtig. Ich weiß, fiktiv ist für viele Leute nicht akzeptabel. Ich muss aber sagen, so Rheinhausen an sich hat mich schon von Anfang an begeistert, schon damals, wo es erschienen ist. Natürlich ein Addon, was ihr auf Steam kaufen könnt. Ich glaube, für den Preis von 20, 25 Euro oder sowas beträgt der Preis. Ist nicht ganz kostengünstig, da stimme ich halt dem zu. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, es ist absolut teuer. Also von daher muss ich mal sagen, also wenn das Ding hier wirklich in der Leitstellenfahrt rankommt, würde ich mich natürlich sehr freuen. Mal gucken, Arnhem Laurensbach ist ja noch mit als Favorit. Und wir haben natürlich mal Ruhr mit reingenommen. Ich weiß aber, Ruhr wird es erstmal definitiv nicht sein. Denn es ändert sich jetzt für auf die Tage jetzt noch was. Was ich mir wahrscheinlich nicht komplett vorstellen kann. So, wir werden mal soweit erstmal alles hier fertig machen. So, Herrenholz. Haben jetzt ein Bildchen gemacht. Werden mal jetzt hier unseren Dings anmachen und werden mal vorziehen. Und dann natürlich dementsprechend werden wir dann noch die Zeit vorspulen, wenn wir denn da sind. Ich selbst glaube, Linie bin ich noch nie gefahren. Ihr wisst ja, ich kaufe mir zwar alle Addons, bin sie aber eigentlich wahrscheinlich alle viel zu selten gefahren.
So. Und dort sind wir schon. Dan, komm zur Rinne. Hallo. Hallo. Morgen. Guten Morgen. So, wir werden denn die Uhrzeit jetzt mal vorstellen. Ihr seht, es ist 10.16 Uhr. Wir können sogar noch weiter stellen. Guten Tag. Schönen guten Tag. So. Ja, ich lasse mir immer gerne so ein bisschen Zeit, immer, ne, falls denn jemand noch ein Ticket kaufen möchte oder sowas. Aber so wie es aussieht, können wir uns von dannen machen. Und los geht's. Los geht's. Ja, nee, du nicht. Du nicht, junge Dame. So. Nächste Haltestelle, Schliefliger Platz. Scheibe schön klar. Können durchgucken. Oh, genau, du willst jetzt hier abbiegen. Dementsprechend lässt er uns natürlich nicht rein hier, der Kollege, oder doch? Nee. Das war irgendwie so klar, oder? So, allerdings, da er uns ja reingefahren ist. Oh nee, komm, jetzt nicht du auch noch hier. Ich hab jetzt keine Lust drauf. Schon gleich mit Verspätung hier loszufahren. Hätte ja aber auch mal warten können, oder? Ding, ding, ding. Also so manche Unfälle, da rufe ich natürlich die Polizei, ja. Bei anderen ja, wiederum nicht. Hallo. Das war jetzt wirklich nur saudumm gewesen von der KI, da rufe ich die Polizei nicht. Also das finde ich dann ein bisschen zu albern. Ich meine, auch wenn ich mir jetzt so praktisch die Vorfahrt genommen habe, ja, ein normaler Autofahrer wäre stehen geblieben. Ja. Der hätte zwar gehupt und hätte sich wahrscheinlich Titelschuber aufgeregt, aber im Großen und Ganzen hätte er mich dann eh fahren lassen. Aber naja, das ist halt Omsi. Das ist halt Omsi. Ja, ja, wir haben uns unerlaubt von einem Unfall entfernt. Schande über mein Haupt. Wie kannst du das nur tun? So. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Fahrkarte, bitte. Wenn eine Fahrkarte den ganzen Tag geht. Wo muss ich denn da hin? Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Ja. Meldung, Unfall. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Geht das hier gerade gar nicht? Das geht doch hier dran, oder? Hallo, Entschuldigung. Ja. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Ja, guck mal. Hallo, so. Entschuldigung. So, jetzt kommen wir hier hin. Entschuldigung. Verspätung, Schicht in gegeben. Hallo, Entschuldigung. Zwischeneinander Storn und Kurswechsel. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Eingabeton, Verspätung, Visitenkarte. Hallo, Entschuldigung. Nee, das ist nicht Verspätung, Schicht Entschuldigung. Ende. Linie. Hallo, Entschuldigung. Kurswechsel, nein. Hallo, Entschuldigung. Hä, wo ist denn das? Hallo, Entschuldigung. Zwischeneinnahmen? Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Ich kann hier keine Tickets. Hallo, machen. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Ach, ja, wie ich das immer liebe. Tausend Hallo, Gerüte. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Ich kann hier nicht. Hallo, Entschuldigung. Drücken. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Ah. Hallo, Entschuldigung. Man sollte eventuell. Dankeschön. Ja.
Jetzt habe ich mal wieder mal schön gezeigt, ja, wie man hier auch mal wieder versagen kann. Ja. Es ist aber auch wirklich jedes Mal eine andere Kasse. Es ist zum Haare rausreißen. Kann man sowas nicht einheitlich irgendwie machen? Ich meine, es muss doch möglich sein, dass diese Dinge einfach einheitlich sind. Aber diesmal habe ich mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nein, diesmal nicht. Interessanterweise gibt es für diesen Bus ein MHD-Repaint. Habe ich gesehen, fand ich auch sehr interessant. Gab es wohl damals in unserer Firma bei MHD. Lenkrad wäre noch cool. Fände ich persönlich ganz nice, wenn es da wäre. Ja, naja. Ja, das ist manchmal ein bisschen tricky. Aber gut. Wenn man es halt weiß, ne? Und was Adolf wahrscheinlich schon rauf und runter gespielt hat, kennt man natürlich die ganzen Tricks und die ganzen Sachen. Und ich glaube, meinen Bussen, die ich tatsächlich fahre, ist diese Kompaktkasse da nie drin. Ich weiß nicht, warum die jetzt schon wieder hier rumzählt an. Wenn die das nicht in Notus umsetzen, dann bin ich mit Notus nicht zufrieden. Ich brauche dieses Gemecker. Und nur Scheiß, ich brauche es. Was schaut ihr heute mit meinem Lenkrad-Setting nicht hin? So, genau. Ich habe Fahrt. Ja, ich darf fahren. Kann doch nicht sein, dass ich hier mit so einem Bulldozer hier erstmal durch muss, damit du da ranfahren kannst. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Ding, ding, ding. Genau. Die Linie von 40.
Oh Gott. Ah, hier, warte mal. Was ist hier rum? Boah, fällt der Scheiße. Ja, der C2. Also ich weiß nicht, also es kommt kein C2 ran, wirklich nicht. Außer der aus der Hamburger Stadtbusfamilie. Also das ist ein C2, der macht richtig Spaß damit zu fahren und alles was, ja. Die anderen Modelle, weiß ich nicht, finde ich gar nicht so pralle. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine Fahrkarte, die den ganzen Tag gilt. Also eine Tageskarte. 5,70 Euro. 2,30 Euro. Dankeschön. Bitteschön. Jo, das ist eine 30er-Zone hier. Weiter nach links. Guten Morgen. Ja, aber ich würde sagen, also die Karte kann man echt gut nehmen, ja, für die Gleitschirmfahrt. Also, das ist schon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die Wahl fällt bei mir auch auf Rheinhausen diesmal. Aktuell ist es ja noch so ein bisschen. Man weiß es noch nicht, welche Karte es wird, ja, weil es gerade echt knapp ist. Dankeschön. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Ach so, ich habe auch zum Beispiel die Frage bekommen, warum ja, das bei mir so ist, dass ich zum Beispiel die Kasse bediene, aber mein Mauszeiger gar nicht da ist, wo er sein sollte. Das liegt daran, da ich das Ganze hier in 4K spiele und das Ganze aber nur in HD aufnehme, ist natürlich die Mausposition komplett woanders. Also da nicht wundern, es geht schon alles mit richtigen Dingen zu, aber ich spiele halt auf einer höheren Auflösung, als wie ich das Ganze aufnehme. Und wenn ich das Ganze zum Beispiel in 4K aufnehmen würde, dann würdet ihr das dann halt auch richtig sehen. Hallo. 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 Mmm.
So, jetzt geht man nach rechts. Der Kollege zieht hier einfach rüber. Nächste Haltestelle, die Mozartstraße. Also frech, nehmen wir einfach mal hier diese Beinspuren her. Das ist mal der LKW. Habe ich jetzt nicht erkannt, dass es jetzt ein LKW sein soll. Naja. Nee, aber auf jeden Fall, also sollte die meine letzte Stimme die Karte entscheiden, wird es definitiv, ja. Wird es denn definitiv Rheinhausen. Also wie gesagt, auch meine Stimme geht zu Rheinhausen. Aber da hätte ich Bock drauf. Muss ich gestehen. Ja, natürlich mega langsam LKW jetzt hier vor der Nase. Das sah gerade so aus, als ob der uns in die Karre fährt. Also das war nicht mehr weit entfernt davon gewesen, dass der uns in die Karre fährt. Oh, das war ein bisschen falsch abgebogen. Aber hat auch so geklappt. Es hat auch so geklappt. Das ist der Wahnsinn, dass mal was klappt hier bei Omsi. Ach ja. Guten Morgen. Hätte nämlich um den Dings rumfahren müssen. Was mache ich? Ich ziehe einfach mal vorne rum. Naja, es läuft schon irgendwie. 220 Keule. So, Dankeschön. Bitteschön. Ich ziehe einfach mal vorne rum. Klappt schon. Gefühlt ging das jetzt auch gerade ziemlich schnell. Ja, also das war. Fandst du nur geil, dass die Karte ja ursprünglich mal eine Freeware-Karte war und die jetzt halt kostenpflichtig ist. Natürlich sind ja viele Karten so entstanden, zum Beispiel ja auch X10 und so. Ja, ich glaube, es gab ja damals ja auch Bottrop, ja, was ja heute Metropole Ruhr ist, ja, oder Gladbeck. Also sind ja viele Karten entstanden halt in der Richtung. Aber irgendwie muss ich das komplett verpennt haben, ja, dass Rheinhausen mal Freeware war. Hieß die denn damals auch richtig Rheinhausen oder hatte die damals noch einen Decknamen gehabt? Mann, die ziehen hier einfach rüber. Das ist unglaublich, finde ich das. Unglaublich. Also hier bist du. Als Busfahrer schon ganz schön kämpfen hier. Das
draußen. Sieht so aus. Sieht so aus. Dann können wir weiter. So, ja, ne, also dem Unfall, jetzt, den wir am Anfang gleich hatten. So, aber unser Halt ist ja Herrenholz. Wow. So von den Haltestellen versteht man gar nichts, ja, wenn es noch Regen ist und alles sowas. Ist ja der Wahnsinn. Fährt aber auch nicht. Gibt kein Gas mehr. Was ist denn hier los? Ja, manchmal. Ich werde mit C2 einfach nicht warm. Ich werde einfach mit dieser Baureihe einfach nicht warm hier. Das ist. Du drückst das Gaspedal voll durchgetreten, ja. Und das der gibt einfach keinen Schub. Ja. Wenn es bei meinem Auto so wäre, würde ich das sofort in die Werkstatt bringen, würde sagen: Alter! Wenn ich aufs Gaspedal trete, voll durchtrete, damit das Gaspedal schon durch den Boden durchrutscht und der zieht nicht mehr. Also das ist schon, das habe ich ja aber auch mit diesen Gladbecker C2s, ja, da ist es genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Deswegen bin ich die damals so unglaublich nie gefahren. Aber bei der Hamburger Stadtbusfamilie kein Problem mit, ja. Fahre ich total gerne. So, dann sind wir an Herrenholz angekommen. Ja, es ist doch. Ist doch eine schöne Route, würde ich sagen. Eine schöne Route. Alles okay, okay. Und wir hätten jetzt sogar 30 Minuten Pause. Na, das ist ja noch besser für mich. Ja, Leute, das war's für die Folge von heute hier auf der Linie 51 in Rheinhausen. Ja, schönes Addon, immer noch. Bin ich immer noch der Meinung. Kann man sich auf jeden Fall gut geben. Wie gesagt, ich glaube, 10 Linien sind mit dabei. Wir haben halt diesen Überlandbus vom C2 dabei. Wahrscheinlich auch schon Content, der wahrscheinlich schon überall in jedem Addon drin steckt. Und ja, so an sich muss ich ganz ehrlich sagen, macht es eigentlich eine gute Performance halt auf jeden Fall. Also das Ding ist auf jeden Fall mit drin in der
ja, Auswahl von unserer nächsten Leitstellenfahrt. Also wenn ihr da noch nicht abgestimmt habt, dann ja, seid ihr sowieso zu spät, denn wenn dieses Video hier online kommt, sollte das Video bereits offline sein und dann beginnt schon die Auswertung. Also unbedingt mal die nächsten Tage mal vorbeischauen hier auf dem Kanal, da werdet ihr definitiv informiert, welche Leitstellenfahrt als nächstes denn hier ansteht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Freue ich mich drüber. Ich lese sehr gerne, das wisst ihr. Und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, wenn es weitergeht mit einem neuen Video von Omsi 2. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!